Sehr meine Freunde, und herzlich willkommen zum bereits 20. Part von Tomb Raider. So, heute sind wir am Strand endlich angelangt. Und hier müssen unsere Freunde auch sein, irgendwo. Das ist die Frage, ja, genau. Wo sind die denn? Aber erstmal das ganze Bergungsgut mitnehmen. Das werden wir nämlich sehr, sehr gut brauchen können, um unsere Waffen stärker zu machen. Ups. Och man, dachte, das reicht nach drüben. Aber egal. Auch nicht schlimm. Boah, schon zwei von drei Teilen gefunden fürs Gewehr. Aber ich hätte so gerne, ich hätte echt so gerne was noch für den Bogen. Da haben wir ja eins von drei Teilen, glaube ich, noch. Und den würde ich so gerne mal wieder upgraden. Weil, ich zeig's euch mal. Der ist zwar schon geil, sieht auch schon toll aus. Aber da geht noch mehr, da bin ich überzeugt von. Irgendwo muss doch noch was sein. Vielleicht hier. Hier unten ist auf jeden Fall wieder was. Ich muss etwas Stärkeres finden. Oh, wir brauchen einen stärkeren Bogen dafür wahrscheinlich. Ah nee, ich weiß, was wir brauchen, aber ich sag's noch nicht. Das werdet ihr nämlich noch erfahren. Das werdet ihr noch erfahren. Das kriegen wir auch demnächst. Das wird wahrscheinlich das letzte Ausrüstungsteil sein, das wir überhaupt noch bekommen. Wir haben schon wieder ein Teil für die Schrotflinte gefunden. Aber ich hätte jetzt gerade echt so gerne was für den Bogen noch. Hier liegen auf jeden Fall noch sehr, sehr viele Sachen rum. Und deshalb laufe ich hier auch noch ein bisschen herum, bis ich alles eingesammelt habe. Boah, ich habe das Gefühl, wir haben irgendwie den Bogen verpasst. Und den würde ich. Oh, nee. Das würde ich so bereuen, wenn wir den nicht upgraden könnten. Nicht mehr, sag mal so. Hier ist wieder ein Lager. Da gehe ich noch nicht hin. Erstmal möchte ich hier alles untersuchen. Ups, ruckelt gerade. Und da hören wir schon etwas. Aber hier erstmal das Tagebuch anschauen. Ich soll nachsichtig mit Lara sein. Aber es gibt einen Grund, dass ich so hart bin. Dieses große, teure Schiff fährt in unbekannte, gefährliche Gewässer. Wegen ihrer Theorien. Lara muss das Gewicht dieser Verantwortung spüren. Es war zwar deine Entscheidung, aber manchmal scheinst du zu vergessen, dass sie nicht deine Tochter ist. Niemand sonst käme damit durch, die Endolens ins Drachendreieck zu steuern, ohne jeden eindeutigen Beweis. Also sag mir, was hat dich überzeugt? Sie ist klug. Das räume ich ein. Und ich gebe zu, die Expedition hat Potenzial. Aber große Ideen und Pläne reichen nicht aus. Du weißt genau wie ich, dass diese Dinge nie so laufen wie geplant. Lara ist unerfahren. Wenn's hart auf hart kommt und sie versagt, wird jemand drunter leiden. Vielleicht klappt auch alles. Aber bis wir sicher, unversehrt und stinkreich auf dem Rückweg sind, nehme ich die Kleine hart dran. Ja, jetzt wissen wir auf jeden Fall, wieso Reyes so gemein zu uns, also gemein in Anführungszeichen, wieso die auf jeden Fall so hart zu uns ist. Die will halt, wir sind wahrscheinlich noch nicht so lange Archäologin mit unserer Spielerin hier Lara Croft und deshalb, Ich ja. spüre etwas an diesem Ort. Etwas, das ich seit meiner Kindheit nicht mehr gespürt habe. Wenn mein Vater einen Wutanfall bekam, versteckte ich mich mit meinem Bruder und er erzählte mir von Panir, vom Riff. Ich hatte das Gefühl, der Ozean würde mich rufen. Ich wollte fliehen und eintauchen ins schweigende Meer. Und jetzt sehe ich die Riffe vor diesem Strand und spüre diesen Drang wieder. Ich sehe Panirs grünes Seetanghaar, verwoben in den Wracks. Ich spüre ihre Tränen in den spritzenden Wellen, die sich auf den Felsen brechen. Lara hat recht, diese Insel ist verflucht. Hier herrscht ein Zorn, der uns niemals gehen lassen wird. Wenn es zum Schlimmsten kommt und ich als Letzter übrig bin, gehe ich zu Panir. Ich schwimme fort und schließe mich meinem Bruder in den Wellen an. Ach so, sein Bruder ist wahrscheinlich in den Wellen gestorben. Und er denkt sich jetzt, wenn er als einziges noch überlebt, dann wird er ins Wasser gehen. Und der Sturm wird ihn dann ja sozusagen ertränken, ne? Und dann wird er so, sozusagen mit seinem Bruder wieder auf ewig zusammen sein im Wasser. Interessant. Also da erfahren wir auch mal ein bisschen Hintergründe von dem Ganzen hier. Das ist auf jeden Fall was Cooles, finde ich.
müssen wir dann später hoch, ne? Oder? Verdammt, das kann ich noch nicht. Ja. Dazu brauchen wir dann auch das andere Dings, aber da hoch können wir auf jeden Fall. Hier haben wir nämlich noch ein bisschen Bergungsgut, bitte Bogen. Nee, natürlich nicht. Was auch sonst. Oh Mann, ich wollte doch so ein bisschen runterfahren. Oh, Odi, ich habe vergessen, Timer zu stehlen. Aber ich weiß ungefähr, wie lange ich aufnehmen muss oder kann oder was darf oder was auch immer. Heute habe ich auf jeden Fall vor, dieses Spiel hier abzuschließen. Also, abzuschließen soll heißen... durchzuspielen. Das werde ich wahrscheinlich auch schaffen. Natürlich nicht in dieser Folge. Ich werde ein paar aufnehmen. Setzen Serie geschafft im Sinne ein, um versteckte Belohnung. Oh, das wäre richtig geil. Dann haben wir hier schon mal alles, was wir machen können. Was ist das hier? Versetzen Sie Ihren Feinden mit Ihrer Kettenaxt einen tödlichen Hieb, entweder das, oder weichen Sie einem Gegner aus, stoßen Sie einen Pfeil ins Knie und versetzen Sie ihm den Todesstoß. Mache ich das mal. So. Okay, das klingt interessant. Dann hier drüben können wir noch was machen. Hier haben wir alles. Hier haben wir alles. Dann geht's hier weiter. Das hier ist... polierter Auswerfer. Ein polierter Auswerfer, der die Schussfrequenz erhöht. Dann beseitigen Sie effektiv das Gas beim Feuer und verringern Sie den Rückstoß. Ich mach mal das. Dann haben wir 0 von dem Bergungsgut wieder. Also wirklich komplett 0, genau 0. Aber egal. Das ist nicht so schlimm, denn wir gehen jetzt hier weiter. Gehen wir jetzt aufs Schiff. Hey, meine Süße. Alex wäre jetzt bestimmt auch gern hier. Ja. Wo ist Alex? Unterwegs zur Endurance, er holt Reyes Werkzeug. Jonah, teste mal, ob's geht. Okay. Das ist unsere einzige Chance, richtig? Wir müssen es versuchen. Ich bin froh, dass du dich uns anschließt, Lara. Wie kann ich hier helfen? Hilf doch Jonah da drüben. Scheiße. Mit einer Art Flaschenzug würde es wahrscheinlich etwas leichter gehen. Stimmt. Aus ein paar Rollen kann ich sicher einen bauen. Vielleicht aus der Takelage da hinten. Ich sehe mal nach. Pass auf dich auf, Lara. So, jetzt geht's da nach hinten. Bisschen Jump'n'Run-Action. Und da können wir dann versuchen, einen Flaschenzug zu finden. Boah, die fliegt ja schon fast, Alter. Eigentlich hätte der Sprung niemals gereicht. Aber egal, ich bin zufrieden, solange wir leben. Alles ist gut, solange du wild bist. Oh. Das sieht mir ziemlich nach einem Geballer aus. Ja, wir haben wieder 15 Bergungsgut. Damit können wir schon fast was machen. Aber alles hat einen Anfang, nur die Wurst hat. Nee, war kurz, das ging irgendwie anders. Ah, wir kommen. Ah, hier. Bisschen versteckt, aber. Was? Hä? Was? Hä? Was? Da war doch so ein Ding, so ein Hebel. Ja, 100 Pro. Wieso konnte sie den nicht halten? Naja, seltsam. Ah, jetzt. Vorhin ging es irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Bin ich zu wenig weit gesprungen oder was? Keine Ahnung, lass mich nachdenken. Keine Funksprüche seit Stunden. Wir sitzen
hier fest, Bruder. Was zum Teufel machen wir jetzt? Mann, halt einfach die Klappe. Ich muss nachdenken. Was geht hier vor? Hast du den Rauch im Berg gesehen? Ja, aber das könnte alles Mögliche sein. Wenn es dunkel wird. Nein, ich wollte nicht. Eigentlich wollte ich nicht schießen. Boah, das war richtig gemein. Ich wollte gar nicht schießen. Ah, okay, der andere kommt gar nicht. Der ist irgendwie dumm. Boah, Alter, ich habe aus Versehen auf Leertaste gedrückt. So, hier haben wir wieder Bergungsgut. Aber schon wieder kein Bogenstück. Ich hoffe einfach jedes Mal auf das Bogenstück. Damit wir den Bogen weiter upgraden können. Oh, hier ist ja einer. So, dann können wir hier endlich weiter. Jetzt sind wir eigentlich ganz vorne am Wrack des Schiffs. Vielleicht ist hier noch was. Da oben ist auf jeden Fall nichts. Oder? Mal kurz. Ich habe ja jetzt den neuen Dings. Ne, da oben ist wirklich nichts. Da hinten ist aber noch was. Boah, Alter, diese Technik. Mann! Diese Technik ist richtig geil mit Q. Kann man einfach so richtig richtig kahl. Richtig. Die scheinen Kanonen zu haben. Keine Ahnung, lass mich nachdenken. Der kommt jetzt auch gleich. So. Leise und gut. Hier erstmal rüber. Ups. Ich bin echt dumm. Ich bin echt blöd. Ich bin einfach rübergejumpt, dabei hätte ich erst hoch müssen. Oh nee, Mann. Heute bin ich auch ein bisschen verpeilt irgendwie. Ich muss ein bisschen. Muss mich mehr konzentrieren. Komm runter. Erstmal warten. So. Gut, jetzt Konzentration, verdammt nochmal. Ich möchte das hier weiter schaffen. Ich möchte nicht hier ausscheiden, immer wieder und wieder und wieder. Weil ich mich einfach nicht konzentriere. So, jetzt. Bam. Ach, geht doch. So, und jetzt, wie komme ich rüber? Hä? Eigentlich müsste ja der Sprung reichen irgendwie. Da muss ich hier hoch. Das ist nämlich so weiß gekennzeichnet. Nee, geht nicht. Okay, ich versuch's nochmal. Bitte, bitte. Nein, es funktioniert nicht. Hä, wie kommt man dann rüber? Wenn man nicht so rüberkommt, wie dann? What the? Irgendwie verstehe ich es nicht so ganz. Da war ja auch kein Seil oder so, kein Seilort oder so, den ich hinschießen können hätte. Boah, das ist richtig seltsam. Wow, Alter, ich bin zwar gesprungen, aber YOLO. Das Spiel erfasst es einfach mal wieder nicht. Kommt man hier irgendwie rüber? Nee, hä, wie will man rübergehen? What the fuck, Alter, ganz ehrlich, Leute, wie kommt man da rüber? Es kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt hier eine halbe Stunde brauche für dieses verfluchte Level. Ach komm, jetzt mach ich einfach schnell. Ich hab keinen Bock mehr. So, einfach die ganze Zeit Headshots. Ah,
Also, ich glaube schon, dass ich hier hoch muss, sonst wäre das ja nicht, ne? Und dann, von hier an, wie komme ich dann einfach weiter? Das ist die Frage hierbei. Ich glaube, ich weiß jetzt wie. Ich glaube, ich weiß jetzt wie. Meine Freund. Irgendwie muss ich hier was machen. Ah, hier. Jetzt. Ach so, Leute. Jetzt ergibt es Sinn. Und schon haben wir den Flaschenzug. Okay. So, ich muss hier weg, weil da ist so ein Fass. Wenn die das treffen, dann bin ich sowieso instant tot. Wo ist der andere? Ist der weg irgendwie? Oder habe ich den schon getötet? Ah nee, der ist eben noch da. Oh, weg. Aber ich sollte vielleicht das Feuer wegmachen. Das ist jetzt nämlich nicht so toll. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall bei den ganzen Typen hier. Für das, was die mir so geben. Hä, aber ah, jetzt weiß ich dann noch, wo das kommt. Das andere Level. Das ich zuerst gedacht habe, kommt hier. Anscheinend kommt das erst später. Ich dachte zwar wirklich, das kommt hier, aber auch nicht schlimm. Oh, nicht schlimm. So, dann kann ich erstmal hier hoch. Ah, scheiße. Komm hier nicht zurück. Da muss ich doch hier den Umweg nehmen. Oh nee. Nee, über diese Umwege. Sind wir so irgendwie schneller? Kommt mir so vor, als ob wir so schneller wären. Danke. Was ist? Alex müsste längst zurück sein. Hilfe! Dr. Whitman! Jonah! Hilfe! Wie viele sind es? Ich weiß nicht. Sind sie verletzt? Ich habe keinen gesehen. Ich habe sie wohl verschreckt. Ich bin meilenweit gerannt. Und kaum ins Schwitzen geraten. Bin wohl fitter, als ich dachte. Sie hätten sie ja zu uns führen können. Genauso wie im Palast. Was? So war das nicht, Lara. Sie packten mich, als du Sam geholt hast. Was zur Hölle meint er? Sie sagten, nur dann würden sie dich und die anderen am Leben lassen. Ich wollte dich warnen. Wir haben keine Zeit dafür. Keine Ahnung, was ihr beide für ein Problem habt. Und ehrlich gesagt, ist es mir auch völlig egal. Ich wollte sie nur... Hey, noch ein Wort und ich schwöre bei Gott, ihre Zähne machen Bekanntschaft mit meiner Stopp, Faust. Stopp, stopp. Wenn wir uns selbst bekämpfen, dann verlieren wir. Stimmt. Und deshalb wird das auch nicht passieren, okay? Ich sehe nach Alex. Wo war das Werkzeug? Im Maschinenraum. Aber er kann auf sich selbst aufpassen, Lara. Schön. Dann sind wir ja bald zurück.
Warte! Hier, nimm den Bogen. Ich habe ihn gefunden und für dich aufbewahrt. Der hat Kraft. Ich schätze, der kann alles durchbohren. Danke, Jonah. Ja, nice. Jetzt haben wir einen richtig geilen Bogen. Würde ich mal machen. Compound-Bogen heißt er. Waffenmodifizierung, Ressourcenbogen zum Compound-Bogen. So, weiter. Bei den Fähigkeiten haben wir auch wieder was. Um abzugraden. Hier haben wir noch nix. Was haben wir hier noch? Ich mach mal das hier. Das klingt noch interessant, meistern. Und dann hier haben wir ja nicht genug, glaube ich, um noch was zu machen, oder? Nee. Okay, Leute, das war's auf jeden Fall für die heutige Folge Tomb Raider. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, es geht im nächsten Part mehr Action. Diesen Part gab es ja nicht sonderlich viel. Och man, ich möchte... Komm, machen wir einen Warnschuss. Wieder einfach nichts dergleichen tut. Aber egal. Auf jeden Fall sehen wir uns dann nächstes Mal wieder. Bis dahin und tschüss.